Können wir ein größeres Gehirn machen, damit wir besser handeln können? Eine andere Möglichkeit, die Kapazität deines Gehirns zu steigern, besteht darin, die Neuronen zu vergrößern. Wenn du immer mehr und mehr bewusst wirst, deinen Körper und dein Gehirn kannst du auf viel, viel mehr Arten verwenden, als du es gerade verwendest. Ich bin also ein großer Fan von Elon Musk und er ist auf interplanetaren Reisen und das, was auf der Karte steht. Fliegst du auch zum Mars? Nein, noch nicht. Ich habe nicht so viel Geld, aber er spricht über die Evolution der Menschen. Er will auf dem Mars begraben werden, richtig? Ich denke, das letzte Mal, dass wir uns weiterentwickelt haben, war vor mehr als 5.000, 10.000 Jahren und wir müssen möglicherweise ein Update vornehmen. Wo wird die Menschheit in den nächsten 100 Jahren hingehen? Oder vielleicht sogar 500 Jahren? Und was denken Sie, wie werden wir upgraden? Wie werden wir uns entwickeln? Ich möchte Elon Musk nicht kommentieren. Nun, er hat ein schönes Auto gemacht. Das erste, das er auf der Lotus-Plattform gemacht hat. Ja. Also, das war schneller als ein Ferrari. Ich bin es gefahren. Ich habe also keine Beschwerden über ihn. Aber er muss sich auf Autos beschränken, vielleicht Flugzeuge, vielleicht sogar eine Rakete. Aber er sollte nicht über den menschlichen Mechanismus sprechen. Das ist eine andere Sache. Schau, es gibt wesentliche Beweise, neurologische Beweise. Diese Frage geht seit langer Zeit rum. Können wir uns zu einem anderen Ort entwickeln? Eine ganze Menge Leute fragen, können wir ein größeres Gehirn machen, damit wir besser handeln können, wir könnten intelligenter sein, wir könnten mehr Dinge tun. Also neurologisch, bestimmte neurologische Wissenschaftler haben es erklärt. Sieh, wenn du die Kapazität dieses Gehirns erhöhen möchtest, eine Sache ist, dass du mehr Neuronen hineinpacken musst. So werden viele Kinder geboren, mit überschüssigen Neuronen. Das sind die Kinder, die hyper sind, sehr brillant, aber hyper und instabil. Nun, in dem Moment, in dem sie Ärzte sehen, heute stürzen sie sich auf sie, und weil die medizinische Industrie eine große Industrie ist, sie suchen immer nach einem Opfer, und die Pharmaindustrie ist die zweitgrößte Industrie, also pumpen sie etwas hinein. Sie gaben einen Namen ADD, ADH, ABC, XYZ. Alle 26 Buchstaben des Alphabets wurden so verwendet. Aber wenn ein Kind so ist, ist das nicht abnormal. Das ist normal. Viele Kinder werden so geboren, dass es im Gehirn einen Überschuss an Neuronen gibt. Wenn du das Kind nur viel körperliche Aktivität aussetzt, Schlaf und körperliche Aktivität, die richtige körperliche Aktivität, du wirst sehen, wenn er 6 oder 8 Jahre ist, er wird sich anpassen. Der Körper macht sein eigenes Ding, um sicherzustellen, dass es die überschüssigen Neuronen tötet und verwaltet sich selbst. Aber davor, wenn du sie auf Beruhigungsmittel setzt und dieses Zeug, ein Leben lang können sie abhängig werden von Medikamenten. Jetzt, wo das gesagt ist, eine andere Möglichkeit, die Kapazität deines Gehirns zu steigern, besteht darin, die Neuronen zu vergrößern. Wenn du das Neuron vergrößerst, die Kapazität des Gehirns könnte sich erheblich verbessern, aber gerade jetzt, wie du hier in einem erholsamen Zustand sitzt, mehr als 20% deiner Energie wird von deinem Gehirn verbraucht. Dein Gehirn ist nur so viel, kaum 2 Pfund. So viel Körper verbraucht nur 80%. Das konsumiert 20%, hier sitzend. Wenn du das Neuron vergrößerst, die Menge an Energie, die es verlangen wird, kann der Körper nicht aufrechterhalten. Das ist also die neurologische Einschätzung. Aber Adiyogi sagte vor über 15.000 Jahren etwas sehr Eigenartiges. Die Leute stellten die gleiche Frage, also sagte Adiyogi, sieh, du kannst lernen, deine vorhandenen Kapazitäten viel besser zu nutzen, als du es gerade tust. Wenn du immer mehr bewusst wirst, deinen Körper und dein Gehirn kannst du auf viel, viel mehr Arten verwenden, als du es gerade verwendest. Aber wenn du dich physisch oder physiologisch weiterentwickeln sollst, dann, wie die Planetensysteme sind, muss sich etwas im Sonnensystem ändern, weil das Sonnensystem wie eine Töpferscheibe ist. Es hat dies gesponnen und es hat seinen Höhepunkt erreicht. Woher wir wissen, dass es seinen Höhepunkt erreicht hat? Wenn du etwas über die Geometrie des Sonnensystems weißt, weißt du, der Durchmesser des Mondes und der Abstand zwischen der Erde und dem Mond beträgt das 108-fache. Den Durchmesser der Sonne, du weißt diese Sachen. Also, wenn du das menschliche System betrachtest,
Es gibt 114 Knotenpunkte oder Chakren, wie sie genannt werden. Die ersten beiden befinden sich außerhalb des physischen Körpers. Deshalb reden wir normalerweise nicht darüber, es sei denn, es dient mystischen Zwecken. Also 112. Von diesen 112, vier von ihnen kannst du nichts tun. Wenn du dich um 108 kümmerst, arbeiten die restlichen vier für sich selbst. Sie haben eine eigene Intelligenz. Wir können nichts für sie tun. 108 steht dir also zur Verfügung. Als er dies sieht, sagt er, sieh, es stehen dir bereits 108 zur Verfügung. So ist die Geometrie des Sonnensystems. Wenn im Sonnensystem keine strukturellen Veränderungen eintreten, kannst du dich physiologisch nicht weiterentwickeln. Aber deine Fähigkeit, das Gleiche immer besser zu nutzen, steht dir immer zur Verfügung. Also wenn du vorhast, dies zusammen mit Elon Musk wachsen zu lassen, nein, aber kannst du lernen, dies besser zu nutzen? Lernen wir nicht immer, dies besser zu nutzen, sowohl für Körper als auch für Geist, oder? Einige Leute natürlich stufen sich im Laufe der Zeit herunter. Manche Leute upgraden sich, nicht wahr? Es ist möglich, wenn du willst. Wollen bedeutet, wenn du wirklich willst, musst du bewusst sein. Wenn du unbewusst bist, bist du unwissentlich unwillig geworden.